Hallihallo, der Mitch ist da. Leider ohne Marcel. Der ist heute am Haus. Fleißig wie immer, so kennt man ihn. Deswegen bin ich heute unterwegs mit meinem neuen Rad, beziehungsweise neuen Rahmen. Ich hatte ja einen Autounfall und hat sich jetzt lange hingezogen. Deswegen gab es auch lange, lange, lange kein Video von uns, weil das alles in Klärung war und jetzt konnte abgerechnet werden, ordnungsgemäß und ja, jetzt habe ich hier so einen neuen schönen Rahmen. Super selten. Gibt es in Deutschland tatsächlich nicht. Bin ich echt glücklich, weil ich mag Schwarz total. Und ja, also für mich, bis auf die Ausfallzeit, war es wirklich eine Win-Win-Situation. Ich habe gut profitiert, sagen wir mal so, und konnte dementsprechend den Schmerz des Ausfalls jetzt gut verdauen. So nennen wir das jetzt einfach mal. Ja, ansonsten gibt es einen neuen Dämpfer, den Vivid, den neuen, mit dem ich jetzt tatsächlich noch ein Problem habe. Weil wenn ich den aufpumpe und auf mein Seck einstelle, dann passt auch alles, aber sobald ich den einmal einfeder, verliert der Luft. Ich habe das Ventil schon überprüft, festgezogen. Ich habe die Negativkammer ausgeglichen. Ich habe keine Ahnung. Also ich fahre hier im Moment mit 35% Seck. Keine Ahnung, ich kriege ihn nicht auf 30% eingestellt. Wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, gerne her damit. Ja, ansonsten gibt es nichts viel Neues, außer dass ich dicker geworden bin. Es wird Zeit, dass ich wieder Sport mache und ich habe auch echt Bock. Und nächstes Mal ist natürlich auch Marcel wieder dabei. Vielleicht fahren wir morgen. Müssen wir mal gucken, steht noch nicht hundertprozentig fest, aber ja, spätestens nächstes Wochenende sollte es auf jeden Fall klappen. Und dann gibt es auch wieder Content von uns beiden. So, wisst ihr Bescheid? Das ist der aktuelle Stand und auch die Begründung, warum wir länger nicht gefahren sind, beziehungsweise kein Video gemacht haben. Jo, jetzt würde ich sagen, geht's ab auf die Trails. Ich habe den Olli dabei, meinen Nachbarn, und jetzt wollen wir ein bisschen Spaß haben. Also, bis gleich. Rein in Abfahrt 1. Wir haben uns natürlich das beste Wetter dafür ausgesucht, beziehungsweise den geilsten Boden. Und geflutscht direkt. Da war er fast weg, der Michi. Nicht da. Warum war ich denn jetzt fast weg? Da ist nämlich die Luft noch drauf, ne? Und? Rutschig, ne? Kommt nichts raus, ist das Problem. Komplette Ventil verklebt. Das ist der Vorteil, wenn du schlau fährst. Ja, mach das. Ich hab das gesagt, lass dich nicht treiben, ne? Das ist die Wurzeln sind schon brutal hier. Ja, besser, glaube ich. Da haben sie schon eine neue Leine reingefahren. Du siehst schon gar nicht, jetzt fahre ich hier eine neue Leine rein. Du siehst nämlich gar nicht, wo es lang geht. Jo, mega rutschig, ey. Mega rutschig.
Also extrem rutschig, Alter. Du musst echt, boah, aufpassen, wie du bremst hinten, ey. Also hinten mein Reifen ist eine Katastrophe. Bitte? Mal hinten der Reifen ist eine Katastrophe. Ich bin froh, ich den anderen drauf habe. Ich bin so am Schlittern. Katastrophe. Aber vorne ist gut jetzt. Dann soll ich den Tag nicht vor dem Abend loben, so war das doch, ne? Du siehst nix, du siehst nix. Hier lang? Ja, ich sehe den Fern. Hier, glaube ich. Krass. Ja. Oh. Und hier ist immer Wüste irgendwie. Okay. So, die ersten Trailerfahrten haben wir gemacht, der ist extrem fitschig. Oder ich bin einfach noobig. Ja, jetzt ziehen wir weiter. Und ja, ich fahre immer noch mit 35% Sekt. Das Problem ist noch nicht gelöst. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Also wenn ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare. Vivid-Dämpfer. Ja, wir suchen hier gerade einen Trail-Einstieg. Der Trail ist verlegt worden. Aber du erkennst hier gar nichts, ey. So viele Blätter. Absoluter Wahnsinn. Jo. Du siehst nichts, ne? Gar nichts mehr. Nur Blätter und Matsche auf der Linse. Ja. Wir suchen mal weiter. Also hier ist tatsächlich, sind hier bessere Bedingungen als drüben, weil die Wurzeln sind vollkommen in Ordnung. Die sind ja schon fast trocken. So. Olli, wenn irgendwas ist, bleib stehen und guck's dir lieber an. Ne? Willst du nur sagen, weil da ist auch ein Steilstück gleich drin und wenn du sagst, dann lass es lieber. Ich fahr langsam und guck nach oben. Also wir verlieren uns nicht aus den Augen. Geht es jetzt hier da links, rechts runter oder geht es hier weiter? Eigentlich geht es da weiter.
Also der hält aber gleich richtig ab. Ne? Ja, wenn ich dann. Ja. Ja, alles gut. Mach so, wie du kannst. Das ist nämlich nicht so ohne hier. Marcel, der hat da unten schon ein paar Mal gelegen. Also zweimal mindestens. Das geht. Gucken wir mal, was der Olli macht. Ich kann Olli nicht so filmen, weil er möchte das nicht so gerne. Und das ist natürlich überhaupt kein Problem, das respektieren wir. Und deswegen versuche ich immer so ein bisschen von der Seite anzufangen. Vielleicht sieht man ihn nicht. Grippe ist gut tatsächlich heute. Also der Marcel hat da unten schon zweimal gelegen mindestens. Also da unten. Also du kannst dich jetzt schön hier in diese Sandrinne, kannst dich reinfallen lassen. Weißt du? Ja, entweder hier, richtig in die Rinne, da hast du Grippe ohne Ende. Da kann nichts passieren. Ja, du hast jetzt natürlich auch einen scheiß Einstieg, ne? Brauchst du Hilfe oder geht? Ah, ich bin so gemein. Ich pixel dich weg, mein Freund. Ich komm mal helfen. Alles gut. Bitte schön. Dankeschön. So, weiter geht's. Da lag man schon. Da. Zweimal. Wir sind doch so eine gehässige Truppe, weißt du doch. Aber du darfst auch lachen, wenn ich da unten drin liege. Es wird erst gefragt, ob alles in Ordnung ist. Wenn alles in Ordnung ist, darf gelacht werden. Jetzt kommt eine schöne 90 Grad Linkskurve. Ja. Guck mal. Olli wollte hier hin. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr. Alles gut. Ja, die ist auch fies hier. Die ist auch fies. Ja, kann man eben ganz schnell in den Graben fallen. Sauber, Olli! Guck mal! Du kannst ja demnächst vorfahren! Nein, ist gar nicht rutschig. Gar nicht. Was ist das hier? Das war jetzt ein Angstbremsen. Das ist dann auch kacke, dann verlierst du die Kontrolle. Immer schön kontrolliert bremsen. Man muss so bei so Bedingungen tatsächlich auch einfach mal die Bremse aufmachen. Das ist mal gleich gesagt, ich weiß. Aber das ist echt das Geheimnis. So, mal nochmal. Prozent Akku noch. Machen wir kurz Pause. Jo. Das war's. Von unserer Tour. Knapp 500 Höhenmeter haben wir jetzt gemacht. Chillige Samstag-Vormittag-Runde. Ja, morgen ist eine größere Tour geplant. Wenn das Wetter mitspielt. Ich hoffe, dass das klappt und Marcel auch dabei ist. Ja. Demnächst wieder mehr von uns. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr nichts verpassen wollt, dann gerne Daumen nach oben und Glocke. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.